Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Minecraft Staffel 6 mit mir, den Cedric. Die Tage rücken näher, wo ein lieber Gast zu mir kommt. Und ich bin schon wahnsinnig aufgeregt, wie es später ausschauen wird, was er denn dort bei uns in Nordwind bauen wird. Er schaut jetzt, glaube ich, selber nicht so bei mir rein. Er hat wirklich gedacht, weil er das letzte Mal bei mir zu Gast war in Nemerstadt, dass wir auch dort in Nemerstadt was bauen. Ich glaube, ja, das müsste so sein. Ich habe mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht und ich glaube, er weiß noch nicht so wirklich, dass es woanders hingeht. Deswegen ist es für ihn wahrscheinlich auch etwas neu. Guck mal, ein graues Schaf. Sieht man auch seltener. Und auch wenn wir jetzt an Mosek rechts vorbeilaufen, kommen wir immer noch an den Weg vorbei. Aber Mosek ist schon so groß. Das ist schon gigantisch. So, das Moosgebiet. Die Sümpfe hier, wo wir gerade auch schon durchgewartet sind. Guck mal, da ist doch schon Mooseck, oder? Nein, das ist Niederbach. Wir sind jetzt in Niederbach. Guck mal. Guck dir mal einer an. Dann tun wir mal den Fuzzy einen schönen Gruß hier da lassen an dieser Stelle, der dieses wunderbare Örtchen aufgebaut hat. Der liebe Zwerg. Niederbachbrücke. Schön Feuer. So soll das sein. Hier geht's nach Niederbach. Willkommen in Niederbach. Briefkasten gibt's auch. Sehr schön. Hier am Brunnen gibt's Marktstand. Ein Marktstand. Hier ist, glaube ich, das Rathaus. Oder? Schaut eher aus wie eine Taverne. Hier wird noch gebaut. Dann ist hier kleine Zimmer darstellen. Da ist nichts drin, da auch nicht. Er ist ja von Tannen gezogen hier. Er ist ja in Grimoria aktuell. Da hat er wahrscheinlich seine ganzen Rohstoffe mitgenommen. Jo, ganz kurz Niederbach von oben. Hier noch ganz viele Wohnhäuser. Die zeige ich mal noch. Die schauen nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Obst und Gemüse. Guten Tag. Hier ist die Schmiede. Hier ist noch ein Wohnhauskomplex. Und das sind so Wohnhäuser. Zwei Etagenhäuser. Genau. Und sind sehr schön geworden, wie ich finde. Ich buddel mich mal hier durch. Denn hier ist nämlich der alte Weg. Da haben wir mich mal umverlegt. Genau. Zack. Und dann geht es nämlich da nach Dämpfbach und hier geht's nach Mooseck. Da ist der Weg auch ein bisschen anders geworden. Ich habe nämlich hier ein bisschen verbessert. Hier sind Pferde auf der Straße und Kühe und Schweine. Jetzt sind wir in Mooseck. Dann laufen wir gleich auf das Schwimmbad zu, was dann da ist. Da ist die Kathedrale, hier sind die Pferdestallungen, die neuen.
Ist schon riesig geworden, der Ort. Riesig, riesig. Achtung, darf ich mal bitte vorbei? Das Weizenhaus. Das ist ja das Rathaus von Mosek. Hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Das ist der Schmied hier in dem gelben Haus. Ich wollte nur mal ganz kurz dahinter gucken. Und zwar wollte nämlich ich und Anni uns nochmal unterhalten, wie wir denn den Weg hier weiterführen. Ich habe nämlich hier einen Weg hier lang geführt. Einen neuen Weg. Und guck mal hier. Guck mal die Lamas an. Mit ihrem Teppich. Schaut ja witzig aus. Sind es noch einer mit blauen? So, und der führt jetzt hier lang und über diese Brücke. Und da gehen wir mal ganz kurz hier unten drunter. Aber ich wollte euch mal die Brücke zeigen. Von unten. Ich schalte die von unten aus. Von der Seite. Und so, wenn man drüber geht, die ist um 1 erhöht. Oder um einen halben Block erhöht, sagen wir es mal so. Ist ein bisschen ein anderer Baustil von mir, aber ich wollte auch mal eine festere Brücke bauen. Die passt ja mehr zum Stadtbild vom lieben Mosek hier. Es ist auch schon ziemlich groß geworden, wenn ich das mal so angucke. Dann muss ich jetzt schon einmal rausscrollen. Die Andi hat nämlich hier weiter fröhlich ihre Stadtmauer gebaut. Und hier drüben sind auch ein paar Häuser entstanden. Das ist, glaube ich, das große Gewächshaus. Genau mit dem Glasdach, das hat man kurz gesehen. Und hier hinten sind ein paar Wohnhäuser entstanden. Und hier ist ja der reguläre Weg nach Nordwehen, was dann da oben ist. Aber auch wenn Nordwehen so groß scheint, ich habe sehr mit viel Luft dazwischen gebaut. Und hier in Mosek, man kann es auf der Karte sehen, dann brauche ich nicht zurücklaufen. Hier ist wirklich alles Haus an Haus, na nicht direkt, aber mit ein bisschen Freifläche dazwischen, man das nimmt. Und mal hier hinguckt, guck mal, da ist Luft, da ist ganz viel Luft und ich habe euch schon das Wegesystem, das brauchen wir gar nicht mitrechnen. Wenn man da die paar Häuser hier nimmt und hier die Häuserreihe, wo es mal ein bisschen enger ist, hier ist übelst die Luft dazwischen und das gehört ja nicht mit zu Nordwehen, muss man sagen, Mosek ist größer als Nordwehen, ne? Das kann man schon so sagen. So, wir sollten mal noch hier ein Bildchen machen. Vielleicht sogar von da drüben. Genau, das hatte ich vielleicht doch vor. Vielleicht doch nicht. So. Zack. Zack. Genau. Und gehen wir hier wieder zurück durch den dichten Wald. Hier habe ich nämlich den Weg angeschlossen, den alten Weg. Das war hier ein bisschen anders geworden dann. Das wisst ihr alles ja nicht so wirklich. Das ist hier ein bisschen schlängelhaft. Und hier geht er dann gerade. Gerade, gerade. Geht ein bisschen nach unten. Und mit einer Kurve. Hier geht er auch ein bisschen gerade. Ich wollte zwar nicht so gerade bauen, aber ein bisschen ist es ja schon kurvig.
Was denn da drüben? Da brennt der Baum, da müssen wir mal ganz schnell hin. Jo, und jetzt sind wir nämlich wieder hier. An der Kreuzung. Genau. Da müssen wir ganz schnell hin. Da brennt was. Weil dort hinten ist nämlich. Dahin ist der Brunnen. Der Waldbrunnen. Wo ist denn der Weg hier? Da. Wo ist denn der Waldbrunnen? Ach, da hinten erst ist der Waldbrunnen. Okay, da ist ich hier noch nicht. Das brennt hier. Brennt das kaputt? Oh, das brennt kaputt. Oh. Game, Rule. Was ist das? Du Fire Tick, ne? Nee, war nicht Fire Tick. Was gibt's denn da alles? Ist das mit Fire? Tick Speed. Da ist doch schon false. Wenn ich ihn jetzt auf True sitze. Okay, da geht alles schneller. False. Ist schon richtig so. Da bauen wir das jetzt mal ab hier. Zack, haben wir da schon 3 Holz. Gehen wir mal zum Waldbaum rüber. Lala. Ein schönes, freches Lied zum Abschluss der Folge. Ist nämlich gleich schon wieder vorbei. In der nächsten Folge gehen wir zurück. Bereiten noch ein bisschen was vor. Hier habe ich doch was gesehen. Waldbrunnenbrücke, genau. Hier ist der Brunnen. Und hier ist ein Bett. Und hier packen wir das Holzleine drin. Und zack. Jo. Haben wir noch irgendwas Verwertbares hier? Schaut auch nicht so aus. Jo. Meine Freunde. Jo, 2 Kilometer. Wir gehen wieder zurück. Guck mal, ja, hatten wir jetzt sogar ein Feld angelegt. Cool. Wusste ich gar nicht mehr. Alles so schön im Wald. Okay, meine Freunde. Ich sag ciao. Euer Cedric. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.